Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Hörspiel. Die Kakerlakenparty ist wieder da. Das heißt, heute gibt's nichts Neues zu hören, sondern die Zusammenfassung aus der gesamten Woche von allen Telefonaten, nur ohne mein Blabla dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Hier ist Emma Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform SecTrade. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Wissen Sie das bestimmt, ja? Können Sie den Namen der Firma mal buchstabieren, weil ich verstehe den irgendwie immer nicht. Das ist Online-Handelsplattform SecTrade.com. Sie besitzen schon ein Handelskonto auf unserer Plattform. Natürlich, Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Haben Sie schon mal gehandelt mit Bitcoin, bitte, oder mit Aktien? Darf ich mal fragen? Nee. Haben Sie keine Erfahrung damit, ja? Doch. Oder? Was? Okay, erstmal, ich zeige Ihnen Ihr Handelskonto, ja? Auf unserer Plattform. Womit konnten Sie einloggen, bitte? Mit Handy oder mit Computer? Wo ist da der Unterschied? Verstehe ich, aber momentan machen Sie das mit Handy oder mit Computer? Ja, was ist denn da besser? Wo ist denn da der Unterschied? Also Sie können jetzt entweder mit Computer einloggen oder mit Handy. Welche haben Sie? Ja, beides. Haben Sie Computer? Ist beides vorhanden. Okay. Dann schalten Sie bitte jetzt Ihre Computer ein. Okay, Moment. Und am Ende sagen Sie mir bitte Bescheid und ich werde weiter erklären, ja? Hallo? Hallo. Wie weit sind Sie bitte? Na, ich muss doch den Computer starten, oder nicht? Ah, okay. Schalten Sie bitte Ihre Computer und sagen Sie mir Bescheid, ja? Ja, das haben Sie ja gesagt schon bereits so. Deswegen habe ich ja gesagt, ja, das sage ich denen da Bescheid, wenn es soweit ist. Okay. Der Rechner ist hochgefahren. Okay. Und nun? Okay, jetzt öffnen Sie irgendwelche Browser. Haben Sie Mozilla oder Google Chrome? Welche haben Sie? Was für ein Ding? Mozilla oder Book? Was sind das alles? Google. Einfach, Sie brauchen Google zu öffnen, ja? Also ich soll eine Google-Seite aufmachen. Oder wie? Welche Browser haben Sie? Hier spielt das jetzt auch eine Rolle. Was ist denn da der beste Browser? Welchen soll man da nehmen? Da muss ich mir den da installieren. Nein, bitte. Im Computer. Sie haben irgendwelche Browser, ja? Nein, auf dem Computer, nicht im Computer. Okay. Dann öffnen Sie irgendwelche Browser einfach. Und im Suchfeld? Schreiben Sie bitte, was ich jetzt gerade diktiere, ja? Ja. Soll ich jetzt diktieren? Ja, ich warte die ganze Zeit. Okay, dann schreiben Sie bitte alles klein, C wie Cäsar,
Haben Sie schon? Ja. Dann kommt E wie Emil. Haben Sie schon? Ja. Dann kommt X, T wie Theodor. Lesen Sie mir vor, bitte, was haben Sie geschrieben und ich werde weiter diktieren. Was meinen Sie? Lesen Sie mir vor einfach, was haben Sie jetzt gerade geschrieben? Ja, die drei Buchstaben, die Sie mir da gesagt haben. Okay, lesen Sie mir vor, bitte. Warum? Ich werde korrigieren dann, ja, überprüfen. Hä? Sie lesen drei Buchstaben so langsam vor, dass Sie dafür fast 15 Minuten brauchen und wollen jetzt eine Überprüfung, ob das stimmt, was Sie gesagt haben? Oh, oh, oh. Ich glaube, Sie haben einen absoluten Hagelschaden, kann das sein? Also ich möchte einfach dabei helfen, ja? Dann naja, also, wenn Sie helfen würden, dann würden Sie auch was machen, aber irgendwie machen Sie ja nichts. Ich meine, Sie kommen ja auch nicht aus dem Knick und erzählen tun Sie auch nichts. Sie sagen mir ja nicht, was das für eine Firma ist und irgendwie, ja, komisches Gespräch. Aber schön, dass wir uns unterhalten haben. Ja, das ist bestimmt komisches Gespräch, also Sie reden nicht mit mir, ja? Ich würde einfach buchstabieren und Sie sagen nichts. Na, was soll ich denn auch sagen? Sie haben doch gesagt, Sie buchstabieren. Was soll ich denn da sagen? Dann sind Sie doch dran mit reden und nicht ich. Weil ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie buchstabieren. Und ich bin doch dann derjenige, der dann dabei zuhört und nicht zwischenquatscht. Okay, dann haben Sie schon sechs Trades. Was habe ich? Haben Sie schon C geschrieben. Dann kommt E. Ja. Und danach, was haben Sie geschrieben? Ein X. X. Dann kommt T wie Theodor. Nee. T wie Theodor Fall müssen Sie doch sagen. Dann kommt R wie Richard. Da hämmert einer im Hintergrund. Hallo? Die Verbindung ist irgendwie so still. Da hämmert dann bei Ihnen einer im Hintergrund. Anton. Hallo? Ja. Da hämmert Sie einer hören, im Hintergrund. Sie hören Musik im Hintergrund, ja? Ach so, warum läuft denn da Musik? Da muss ich doch auch welche anmachen. Okay. Okay, wie weit sind Sie bitte? Was haben Sie geschrieben? Ja, bei T wie Theodor Fall. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Was? A wie Anton. Ach so, ein A wie Anton, ja. T wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. So, komm. Jetzt steht hier, Warnung vor Betrug. Dies ist eine gefährliche Webseite. Wollen Sie mich vereiern? Das ist gefährlich, wo Sie mich draufbringen wollen. Tante? Guten Tag. Guten Tag, ich spreche mit Herrn Lausebender, ja? Ja. Super, ich bin Ihre Partnerin Nicole Brunne, bitte von Premium X Capital. Mhm. Ich meine, die Handelsplattform, wo Sie gerade Ihre Daten eingegeben haben. Wie gesagt, ich bin Ihre Ansprechpartnerin, deswegen rufe ich Sie an, weil ich werde Ihnen alles sehr, sehr gerne erklären. Herr Lausebender, sagen Sie mir erstmal, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz, ganz neu für Sie? In welcher Bereich genau? Und wie haben Sie früher gehandelt? Mit Aktien oder mit Kryptos, oder? Wie meinen Sie die Frage? Entschuldigung, habe nicht verstanden. Wie meinen Sie denn die Frage? Was sagen Sie bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Herr Lausebender, ich sage Ihnen, welche Möglichkeiten Sie bei uns haben und was wir Ihnen anbieten, okay? Erstmal, Sie sind nicht allein geblieben auf dem Finanzmarkt bei uns, sozusagen, weil Sie von unserer Seite ständige und professionelle Unterstützung bekommen. Ich erkläre Ihnen, was das bedeutet. Sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Herr Lausebender, Sie bekommen Ihre eigene finanzielle Expert, Sie bekommen Anruf von Ihrem Berater und dieser Mensch erklärt Ihnen ausführlich, wie Sie handeln und wie Sie Geld verdienen. Außerdem, Sie können bei uns mit automatisches Handeln beschäftigen. Dieser Roboter, womit Sie handeln können, heißt Autotrader. Haben Sie über Autotrader schon etwas gelesen? Nee, das kenne ich nicht. Okay, ich erkläre Ihnen ganz kurz. Herr Lausebender, das ist ein kluges Software, basiert nur auf Statistik und Zahlen. Und es macht technische Analyse auf dem Finanzmarkt.
Sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Sie bekommen schon Zugang zum Autotrader und können Sie auf diese Weise handeln. Außerdem, Hello Omega, diese Software braucht, wenn Sie damit beschäftigen wollen, Sie brauchen keine Zeit oder Energieaufwand für Handel in dem Fall, weil es macht alles selber für Sie. Es handelt für Sie. Außerdem, Sie können jederzeit stoppen, Sie können gerne jederzeit kündigen und Ihre Gewinne auszahlen lassen. Jederzeit natürlich. So, ich habe eine Frage jetzt. Wollen Sie mit diesem Programm beschäftigen, mit Autotrader, oder wollen Sie selbstständiges Handeln? Wie sieht diese Sache aus? No, was ist denn da besser? Wie bitte? No, was ist denn da besser? Können Sie bitte auf Hochdeutsch sprechen? Ich verstehe nicht, was Sie mir sagen. Sie reden doch selber nicht Hochdeutsch. So, mit Autotrader, ja, oder? Ja, was ist denn da besser? Okay, Herr Lausenberger, wissen Sie, bei uns gibt es auch minimales Startkapital. 250 Euro, ja? Das wissen Sie. Nee, woher? Also zumindest mit dieser Summe können Sie einsteigen, Herr Lausenberger, und Ihr Handelskonto zu aktivieren können Sie mit 250 Euro, zumindest. Wir haben vielfältige Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden. Wir bieten unsere Kunden vielfältige Methoden. Und welche ist lieber für Sie? Welche haben Sie davon? Zum Beispiel Kreditkarte, Visa oder Master? Oder haben Sie PayPal, Online-Banking? Was ist denn da besser? Was soll ich denn da nehmen? Wie bitte? Was soll ich denn da nehmen? Was meinen Sie? Na, auf Ihre Frage. Ja. Ja, was soll ich denn da nehmen? Premium X Capitals. Was? Hello, Omega. Ja. Premium X Capitals. Sie haben bitte Ihre Daten auf Bitcoin Fast Profit eingegeben. Das ist unsere Werbung. Aber die Hauptplattform muss Sie schon handeln können auf dem Finanzmarkt. Heißt Premium X Capitals. Und von Premium X Capitals melde ich mich bei Ihnen jetzt. Ja. Und nun? So, Ihre Investitionsmethode, welche haben Sie bitte? Visa, Master oder PayPal? Das haben wir alles. Haben Sie beides, super. Und Herr Lausenberger, unsere Methode sind gebührenfrei für Sie. Und was das bedeutet? Wenn Sie zum Beispiel mit 250 Euro einsteigen, Sie bekommen diese Summe bis zum letzten Cent auf Ihr Kontostand gut geschrieben. Wir bekommen keine Zinsen davon. Aber bisher bitte, ich will Ihnen Ihr Handelskonto gerne zeigen. Mit welchem Gerät können Sie arbeiten? Mit Handy oder Computer? Da habe ich ein Budget. Bitte, super. Dann haben Sie unsere Plattform Premium X Capitals wieder geöffnet auf Ihrem Bildschirm von Ihrem PC? Nee, habe ich noch nicht aufgemacht. Haben Sie schon. Ach so, super. Dann bitte einen Moment, ich gehe online in meinem Konto auch und helfe Ihnen einfacher. Und erkläre Ihnen dort auch alles. So, wenn Sie nach oben und rechts angucken, sehen Sie auf blaue Linie Ihr Vorname und Nachname. Oben und rechts. Wo ist der Echende 10? Aha, super. Das bedeutet, dass Sie ein Handelskonto schon besitzen auf dem Finanzmarkt. Aber wenn Sie, gucken Sie bitte etwa links, Sie sehen blau Quadrat bestimmt, ja? Dort im blau Quadrat steht Saldo 0.00 US-Dollar. Sehen Sie das auch? Nö. Blau Quadrat sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? In der Mitte etwa links. Was sehe ich im Bildschirm? Weg schon. Okay. Warten Sie einen Moment. Ach, sehen Sie, ganz links und oben, Premium X Capitals Logo in schwarzem Raum. In was für ein Raum? Premium X Capitals, nach links und oben. Premium X Capitals Logo. Oh, das, was soll ich damit? Können Sie bitte ein bisschen lauter reden? So besser? Verstehen Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Okay. Ja, super. Und sehen Sie dieses Logo oder sehen Sie nicht? Nee. Nee.
So, Herr Rosenberger, machen wir Folgendes denn. Lesen Sie mir vor, was Sie eigentlich sehen, und ich helfe Ihnen einfacher. Düster. Vitalisiert. Mit Milch. Von der Natur inspirierte Düfte steht jetzt hier bei mir in der Hand. Bin ich noch dran oder hast du jetzt überlegt? Welchen? Von mir in am Telefon oder hast du jetzt einfach nur dein Mikrofon ausgemacht? Warum lachen Sie? Okay, ich verabschiede mich von Ihnen. Sie machen Spaß. Das war wunderbar für mich, mit Ihnen zu reden. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, du bist ja ein Betrüger. Rede ich mit Herrn Dirk Lulipusch? Ja, Herr Lulipusch hier. Genau. Ich erzähle euch meinen Namen, Herr Lulipusch. Ich melde mich von der Finanzbörse. Wie sehr, Sie sind gerade bei uns online. Ja? Ja. Und Sie haben Interesse mit Bitcoin, ja? Ja, da habe ich da mal im Radio gelesen, dass man da ganz viel Geld mit ergaunern kann. Okay, ja, Lulipusch, das bedeutet, da Sie haben keine Erfahrung, ja, und Sie haben nur Werbung gesehen. Ja, ja, gehört. Genau, genau, ja. Okay, Herr Lulipusch, ich werde Ihnen kurz erklären, ja, worum es geht. Ja. Ja, praktisch. Ja, Lulipusch, Sie können also Ihr eigenes Handelskonto auf der Finanzbörse zu eröffnen, ja? Ja. Es ist so gesagt, wie gleiche zum Beispiel wie Ihrem Online-Konto, ja? Online-Bankkonto. Ja. Sie können also ganz leicht diese Handelskonto benutzen und außerdem werden Sie mit Autotrade das System Handel anfangen, ja? Ja. Es ist so gesagt, wie ein Roboter, welches macht mathematische und technische Analyse mit Algorithmen. Weil Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, Sie werden also Ihre ersten Schritte mit Ihrem persönlichen Expert machen, ja? Ich bin Ihre Kontoberaterin, meine Arbeit ist, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, ja? Aber nach der Aktivierung, Sie werden also dieses Handelsprozess mit Ihrem Handelsberater also anfangen, ja? Sie werden Signale bekommen, wie viel können Sie wöchentlich oder monatlich Geld profitieren, ja? Mit welchem also Handelsprodukt Handel wird für Sie besser und erfolgreicher, ja? Ja. Weil es ist auch in unserem Interesse, dass unsere Kunden gut verdienen werden, ja? Und mit diesem Kapital, womit können Sie Ihr Handelskonto aktivieren und diese alle Möglichkeiten bekommen, 250 Euro, ja? Wir haben drei Kontomodelle. Es ist also Basic-Konto, so gesagt, es ist mit 250 Euro. Zweite ist Silver-Konto mit 500 Euro. In diesem Fall werden Sie als Bonus 100 Euro bekommen. Und dritte Kontomodell ist Gold-Konto, ja? Sie können es mit 1000 Euro eröffnen und 150 Euro als Bonus von unserer Seite bekommen, ja? Was bedeutet dieser Bonus, ja? Wenn Sie Ihr Handelskonto eröffnen und diese Summe investieren, Sie können also unsere Seite Bonus bekommen, das bedeutet, dass Sie können erste Schritte auf unserem Kosten machen, ja? Sie können auch damit versuchen, wie alles läuft, wie alles funktioniert, ja? Wie viel Profite können Sie also kriegen damit und so weiter und so fort, ja? Ist alles klar, ja, für Sie, Herr Lulipusch? Ja, das klingt ganz nett. Okay, Herr Lulipusch, außerdem, Sie haben also ganz alle Möglichkeiten, Investitionen zu machen und Ihre Profite auf Ihrem eigenen Bankkonto zurückkriegen. Ja, Sie können es mit Ihrer Kreditkarte, Visa oder Master machen, mit PayPal auch, mit Online-Banking auch, ja, und Banktransfer und solche Sachen funktioniert ganz einfacher, ja. Sie haben auch Finanzen unter Ihrer Kontrolle. Ich meine, dass Sie können also jederzeit auf Ihrem Wunsch eine kleine Profite kriegen oder Ihr ganzes Kapital. Ja. Okay, haben Sie daran Interesse und können wir jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, meinetwegen. Bitte? Ja, meinetwegen. Okay, mit welchem Betrag haben Sie es überlegt? Wie viele Kunden gibt es denn da bei Ihnen? Wie bitte? Wie viele Kunden gibt es denn bei Ihnen da in der Firma? 4.000 aktuell. 4.000 Kunden? Genau. Oh, das aber ist aber ich meine viel. Aktuell, ja? Ja. Meistens Kunden sind potenzielle Kunden, meistens sind die, die ihr Handelskonto schon abgeschlossen haben, aber aktuelle, wer sind jetzt online, ist 4.000. Ja. Und wie viel Geld zahlen die meisten Opfer ein? Wir haben also meistens Kunden, die so Anfänger sind, ja, weil sie sehen Werbungen oder Informationen über uns, ja, und wenn sie Anfänger sind,
Es ist also ganz leichter, ja, wenn Sie es mit Basic-Konto eröffnen, ja, mit 250 Euro. Damit können Sie also alles versuchen, ja, wie alles läuft, wie alles funktioniert. Sie können erstmal Kenntnisse bekommen, ja. Mhm. Und wenn Sie sehen, dass Sie bei uns sehr gut profitieren können, Sie können natürlich dann weitere Profite und weitere Investitionen tätigen, ja. Ja. Oder ganze Kapital auszahlen, ja. Deswegen, also, wenn Kunde kein Risiko eingehen möchte, also erstmal diese Kunden eröffnen mit 250 Euro. Ja, und das, ja. Okay, Herr Lulipusch. Ja. Was werden wir da jetzt machen? So wie Sie das gesagt haben, machen wir das. Das hört sich mit gut 250, an. Mit 250, ja? Ja, genau. Hm. Okay, dann Herr Lulipusch, welche Zahlungsart benutzen Sie? Zahlungsmethode? Na, was kann man denn da so alles nehmen? Was bieten Sie denn da Schönes an? Was gibt es denn da bei Ihnen in der Firma? Ich habe schon gesagt, ja, PayPal, Banktransfer, Kreditkarte, Visa oder Master. Ach so. Und was ist da, was geht da am schönsten? Also welche ist da die bevorzugte Variante, wo Sie das Geld sicher kaufen? Also sehr oft, meisten Kunden, also bezahlt mit PayPal. Ach, mit PayPal, hm. Ja, weil mit PayPal, ja. Wie Sie wissen, ist alles leichter, ja? Ja, da habe ich gestern auch mal was in den Sterne gesehen, ja. Bitte? Ja, ja, das habe ich gestern auch, ja, da aus den, also das habe ich von den Tarotkarten gehört. Ja, Sie haben PayPal, ja? Ja, die haben zu mir gesprochen. Okay, sehr gut. Dann, also, ich werde Ihnen Zahlungsring senden, ja, von 250 Euro. Womit können Sie also mit PayPal es tätigen, ja? Ja. Aber für Bestätigung brauche ich also, so gesagt, Quittung, ja? Wusste, dass Sie haben diese 250 Euro mit PayPal eingezahlt, ja? Vielleicht von Ihrem PayPal bekommen Sie Mail oder haben Sie Applikation, ja? Ja. So können Sie es überprüfen. Hm. Haben okay, Sie das schon, haben Sie das schon verschickt, den Link? Noch nicht, ich mache gerade. Okay. Ist Ihre E-Mail-Adresse richtig, ja? dirk.lulipusch@gmx.com. Ja. Sehr gut, dann würde ich also Ihnen gleich schicken. Ja. Kurze Zeit, weil diese... Solange Link wir gemeinsam am Telefon warten, lutsche ich einfach an meinem Hörer. Können Sie gleich Ihr Posteingang überprüfen, ja? Ja, ist das schon angekommen? Haben Sie das schon versendet, geschickt? Ist es schon... auf der Reise? Warte Sie bitte kurz. Ja, da habe ich Verständnis für. Mhm. Ja. Ja. Da ist aber tolle Musik da im Hintergrund. Bei Ihnen auch. Mhm. Okay, ich habe Ihnen schon geschickt. Ach, Sie haben das schon verschickt? Aber das ist bei mir noch nichts in meinem Postfach eingegangen. Neuladen Sie bitte Ihr Posteingang. Neuladen, ja. Okay, hab ich. Dann mache ich hier mal Neuladen. Ja, ich habe den Laden neu gemacht, aber ist noch nicht da. Hallo? Die schöne Musik ist ja weg. Ja, jetzt sind Sie wieder da zu ertragen. Ist noch nicht gekommen an hier in Postfach. Vielleicht Sie haben falsche E-Mail-Adresse gegeben. Nee, wir haben doch geguckt, ob der richtig ist. dirk.lulipusch@gmx.com. Ja. Ist das richtig? Ja. Okay, ich habe noch einmal geschickt, aber hier steht, dass also Ihre E-Mail-Adresse ist nicht aktiv oder ist nicht richtig. Keine Ahnung. Wenn nicht, dann müssen wir mal eine andere E-Mail-Adresse nehmen. Ich habe ja ganz viele. Ganz viele? Ja. Wollen wir eine andere benutzen? Okay, sagen Sie mir bitte. Ja, aber ich muss erst mal ganz kurz die Zeit ein bisschen verplempern. So, jetzt, also dann nehmen wir da schmutzig. Bitte? Schmutzig, haben Sie geschrieben? Hallo? Ist das die E-Mail-Adresse? Ja, ich sag doch gerade die andere E-Mail-Adresse, wo wir hinschreiben können, damit ich das kriege, was Sie da verschicken wollen. Okay, dann? Ja, haben Sie die neue Adresse jetzt angefangen aufzuschreiben? Was, schmutzig? Ja, haben Sie? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Ren Torte Gerald? Ja. Hier ist Emma Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform. Sex Traders.
Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien, wissen Sie das bestimmt, ja? Aha. Sie besitzen bitte auf unserer Plattform schon ein Handelskonto, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Sie können bei uns mit verschiedenen Handelsinstrumenten handeln und damit können Sie potenziell Geld verdienen. Haben Sie schon mal gehandelt? Nee. Mit Bitcoin zum Beispiel? Nee. Okay. Dann, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde gerne weitere Schritte erklären, ja? Und alles zeigen. Womit konnten Sie jetzt einloggen, bitte? Mit Handy oder mit Computer? Wo denn? Ich wollte unsere Plattform zeigen, ja? Okay. Okay. Also, machen Sie es mit Handy oder mit Computer? Ich werde Ihre Handelskonto zeigen auf unserer Plattform. Wo ist denn da der Unterschied? Jetzt, Gerald, also, Sie besitzen schon ein Handelskonto auf unserer Plattform, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv, ja? Ja, das haben wenn ich schon Sie gesagt. Möchten, potenziell Geld zu verdienen auf unserer Plattform, Sie brauchen erstmal Ihr Handelskonto aktivieren. Ja, das habe ich verstanden, ja. Ja. Und bei uns minimales Startkapital ist 250 Euro. Außerdem von unserer Seite bekommen Sie weitere 150 Euro als Willkommensbonus. Mit ganzer Summe, Sie können mehrere Positionen öffnen, ausprobieren, testen, schauen, ja? Mhm. Und wir haben auch zwei Möglichkeiten bei uns zu handeln. Sie können entweder mit Autotrader handeln, das ist automatisches Softwareprogramm. Sie können Applikationen im Handy herunterladen, einfach einschalten und handeln für Sie mit Bitcoin oder mit Kryptowährungen. Mhm. Natürlich, Sie können bei uns auch manuell handeln. Sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, ich werde den Termin mit persönlichem Kontomanager organisieren und Sie bekommen wichtige Anrufe von persönlichen Kontomanager. Die sind finanzielle Experten, machen tägliche, stündliche Analyse des Finanzmarkts. Und sie geben Ihnen alle wichtigen Tipps, Kenntnisse, Signale, was Sie für den erfolgreichen Handel brauchen, ja? Aha. Okay. Ja, Gerald, was war Ihre Vorstellung bitte bei der Registrierung? Mit welcher Summe wollten Sie Handel anfangen? Weiß ich nicht. Hatte da ja gar keine Vorstellung. Okay. Also wie gesagt, minimales Startkapital ist 250 Euro, aber natürlich, Sie sind nicht beschränkt. Ja, beschränkt bin ich nicht, das stimmt. Genau. Dann haben Sie jetzt momentan Computer, also können Sie mit Computer einloggen? Ja. Ja, Gerald. Ja? Akustisch kann ich Sie nicht verstehen. Bitte können Sie bitte ein bisschen lauter sagen? Ja. Okay. Haben Sie eigentlich schon mal Erfahrung damit? Wissen Sie, wie das bei uns funktioniert und läuft, oder? Ja, das sieht man ja im Internet immer ganz oft. Okay. Dann, Sie können, natürlich, wenn Sie daran Interesse haben, Sie können mit minimaler Summe bei uns ausprobieren, testen, schauen, ja? Mhm. Und danach, also, Sie sind nicht beschränkt, natürlich, ja, das und das haben ist wir kein schon Aber, Sie zahlen nur einmalig diese 250 Euro und danach entscheiden Sie selbst, wann möchten Sie noch draufzahlen, wann möchten Sie noch aussteigen, ja? Ja, das mit dem Draufzahlen, das glaube ich, ja. Ja, genau. Dann, okay. Sie bei uns, Sie haben Möglichkeit mit Visa oder Mastercard einzahlen oder mit Online-Banking auch sofort Überweisung tätigen. Was ist Liebe für Sie? Bargeld. Was meinen Sie? Ja, in Bar. Bargeld. Ja. Okay. Haben Sie dann Überweisungsschein zu Hause? Nein, da braucht man ja dann keinen Überweisungsschein. Also. Im Internet zahlen Sie immer Bargeld, kaufen Sie immer mit Bargeld im Internet, oder? Ja, es kommt drauf an, ob man denn da vorbeilaufen kann, ja. Okay. Also bei uns mit Bargeld, Sie können nicht einzahlen, ja? Ach so, warum nicht? Habt ihr keine Adresse, wo man hingehen kann? Okay. Ja, Gerhard, wenn Sie daran natürlich Interesse haben, Sie können entweder mit Visa oder Mastercard einzahlen. Haben Sie Visa oder Mastercard? Nee. Dann Online-Banking? Was? Online-Bank. Nee, eine Online-Bank habe ich nicht. Okay. Dann, wie verbleiben wir jetzt? Na, ich kann mit Bar bezahlen. Wo ist denn die Adresse? Wo soll ich denn da hin?
Okay, dann ich werde alle Informationen per E-Mail senden, ja? Sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wieso per E-Mail? Können Sie mir nicht Ihre Adresse sagen? Ich werde alle Informationen per E-Mail senden und deswegen brauche ich Ihre E-Mail-Adresse. Ja, per E-Mail will ich sie aber nicht. Ich will, dass Sie mir die durchbuchstabieren. Okay. Kommt da noch was, oder? Hallo? Ja, hallo? Schönen guten Tag, Herr Exquisite. Hier spricht Herr Dietrich von Haupthandelszentrale. Der Grund meines Anrufes ist, dass Sie haben schon eine Erfahrung mit Handlungen und mit Finanzmarkt, ja? Ja, weiß ich doch nicht, was der Grund ist. War das jetzt eine Frage, oder wie? Also, Sie haben schon gehandelt, ja? Ja. Hören Sie mich, Herr Exquisite? Ja, ich kann Sie hören. Ja, also wenn ich fragen darf, haben Sie allein gehandelt oder mit Broker? Ja, warum wollen Sie das denn wissen? Ich dachte, Sie rufen mich an, weil Sie das wissen. Ich höre ganz schlecht. Akustisch habe ich ganz gar nichts verstanden. Ja, ich dachte, Sie rufen mich an, weil Sie das schon wissen. Also ich weiß, ja, Sie haben schon gehandelt, Sie haben einige Erfahrungen am Finanzmarkt mit Kryptowährungen. Aber das haben Sie allein gemacht oder mit Broker, das ist für mich unklar. Aha, und warum fehlt die Information, wenn Sie die andere haben? Weil es ist abhängig von Ihnen. Und vielleicht, wenn Sie einen Anruf von Broker bekommen haben und Sie gesprochen haben, dann wie kann ich diesen Anruf nachfolgen? Ja, aber ich verstehe jetzt den Grund Ihres Anrufs nicht. Was möchten Sie denn? Worum geht es denn? Ehrlich gesagt, Herr Ekosit, also wenn Sie kein Interesse haben, ich habe sehr große Warteschleife und warten die Kunden auf mich und einfach werde ich den Telefon auflegen. Aber ich melde mich, weil ich unser Arbeitskonzept erklären will und ich werde gerne Ihnen weiterhelfen, wie Sie Geld verdienen können. Mhm. Ja, aber haben Sie ja bis jetzt noch nicht. Okay, dann werde ich einfach erklären. Wir bieten Ihnen eine professionelle Unterstützung an. Eins von unseren, also persönlichen Finanzberater, will mit Ihnen arbeiten und detaillierte Info mitteilen, mit welchen Anlagewerten Sie am besten handeln können. Sie bekommen genau für Sie angepasste Geldmanagementstrategie und dazu wird er die Risiken minimalisieren, kalkulieren und reduzieren. Sie können von Montag bis Freitag die Positionen offen halten und damit enorm profitieren. Einfach, ich vermute, dass Sie werden nicht ein Millionär sein, aber Sie können sehr gute passive Einkommen haben und Geld verdienen. Ja, aber ich habe jetzt den Grund des Anrufs noch nicht verstanden. Herr Ekusit, Sie sind sehr skeptisch und wenn Sie kein Interesse haben, Geld zu verdienen, wie ich schon gesagt habe, ich kann den Telefon auflegen. Ja, also ich bin nicht skeptisch, ich weiß gar nicht, worum es geht. Da kann man ja dann auch noch nicht skeptisch sein. Ja, ich habe also unser Arbeitskonzept schon erklärt. Nächster Schritt ist, dass Sie brauchen, nur Zugriff mit den Experten zu bekommen, um den Arbeit anzufangen. Einstiegskapital beträgt sich auf 250 Euro. Dieses Geld wird nicht verloren. Jederzeit, wenn Sie das nicht machen möchten, können Sie dieses Geld zurücküberweisen. Aber wenn Sie jetzt ein Konto erstellen, dann bekommen Sie sofort einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater innerhalb 24 Stunden. Ja, und was bringt mir das? Das bringt Ihr Geld. Aha. Tja, also ich kann jetzt mit dem Anruf nichts anfangen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was Sie von mir möchten. Also wie ich gesagt habe, wir können jetzt zusammen in 3 Minuten ein Konto erstellen. Und dann bekommen Sie einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater innerhalb 24 Stunden. Konto zu erstellen braucht 250 Euro, aber wie ich gesagt habe, Sie können dieses Geld jederzeit zurücküberweisen auf Ihr Bankkonto. Mhm. Wollen Sie jetzt Konto zu erstellen, ja? Ja, was denn genau für ein Konto? Was meinen Sie damit? Ja, genau, das ist ja die Frage. Wollen Sie jetzt Konto zu erstellen, Herr Ekusiti, oder nicht? Ja, dazu muss ich ja erstmal wissen, was für ein Konto. Ein Konto auf unserer Plattform, auf CryptoTech.
Ja, und was macht das Konto? Dann können Sie einfach mit Kryptowährungen handeln. Aha. Ja, aber habe ich ja keine Ahnung von. Dann werden Sie in 24 Stunden einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater bekommen. Sie bekommen für Sie angepasste Geldmanagementstrategie und dann können Sie Handlungen beginnen. Allein mit Broker oder mit automatisiertem Programm. Achso, ja, dann soll mich der mal anrufen. Dann kann ich mich ja mal mit dem unterhalten. Dann können wir jetzt Konto erstellen. Ja, ich bin Kontomanager und ich werde die Schritte folgen. Das ist meine Verantwortung und meine Arbeit. Aha. Ja, wenn ich also ein Konto für brauche, dann können Sie ja ein Konto erstellen, ja. Also wollen Sie den Konto mit PayPal erstellen, ja? Was, mit PayPal? Wieso, wozu brauche ich denn da PayPal für ein Konto? Ja, also Konto braucht er, wie ich gesagt habe, Einstiegskapital 250 Euro. Ja, aber einzahlen tue ich ja erst, wenn ich ein paar vernünftige Informationen habe. Bis jetzt weiß ich ja noch gar nicht so richtig, was ich davon habe und wie viel Gewinn und so weiter. Dann soll mich erstmal der Experte anrufen und dann kann ich mir das ja im Detail mal angucken und dann überlegen. Ja, Herr Rekusit, aber es ist nicht so leicht, wie Sie denken. Also erst müssen Sie ein Konto erstellen. Ja, aber ich zahle doch nicht Sie ein, ohne Informationen zu haben. Also wenn Sie das nicht möchten und also einfach, wenn Sie kein Interesse dafür haben... Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ich habe Interesse, ja, aber dann soll ja, ich doch erstmal... Ja, es mir so, dass ja. Vielleicht, das ist für mich und für, nicht für dich. Keine Ahnung, was Sie mir damit jetzt sagen wollten. Der Satz hat mal gar keinen Sinn ergeben, aber ja. Also haben Sie Zugriff mit Internet oder nicht? Ja, natürlich habe ich Internet. Okay, dann können wir jetzt beginnen, Konto zu erstellen. Ja, na ja, und wie ich gesagt habe, innerhalb 24 Stunden bekommen Sie einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater. Ja, ne, wenn, dann ruft mich zuerst der Finanzberater an und dann zahle ich was ein, andersrum nicht. Andersrum klingt illegal. Also, wie ich schon gesagt habe, Sie brauchen jetzt nur Zugriff mit den Experten zu bekommen, um die Arbeit anzufangen. Mhm. Und das Einstiegskapital beträgt sich auf 250 Euro. Ja, kann ja aber alles dieses Geld sein. Wird nicht verloren, wie ich gesagt habe. Dieses Geld können Sie jederzeit zurücküberweisen. Ja, aber das weiß ich nicht. Wer garantiert mir das denn? Also Sie haben Ihre Konto, Sie wissen unsere Webseite, unsere Plattform. Ja gut, die meisten also Plattformen löschen ja ihre Webseiten. Mal davon abgesehen, dass Sie mir immer noch keine Domain gesagt haben und ich noch nicht mal so richtig weiß, bei welchem Unternehmen ich erzähle. Könnten Sie mich mal aussprechen lassen, bitte? Dankeschön. Und dann soll ich da Geld einzahlen, bevor ich überhaupt mit jemandem gesprochen habe, der Ahnung habe? Das klingt für mich nach Betrug. Herr Equisit, vielleicht Sie haben am Anfang von unserem Gespräch verzichtet, aber wie ich verstanden habe, Sie haben schon Geld verloren, ja? Und nö, habe ich ja auch so nicht gesagt. Weiß ich nicht, wo Sie das verstanden haben, aber habe ich ja nicht gesagt. Ja, ja, Sie haben das gemeint. Nicht gesagt, nee, aber hab ich, gemeint. Nee, gemeint habe ich das auch nicht. Und meine Arbeit ist, jetzt Ihnen weiter zu helfen, Geld zu verdienen. Und falls Sie das nicht wollen, dann können wir es verabschieden. Und falls Sie das wollen, dann können wir nächste Schritte folgen und Konto erstellen. Ja, also so reden nur Betrüger. Okay, vielen Dank, tschüss. Ja, tschüss, du Betrüger. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Lothar, wie geht es Ihnen? Ich bin von CryptoTech und mein Name ist Herr Nolte. Der Grund meines Anrufes ist, dass Sie Interesse am Finanzmarkt geäußert haben. Mhm. Und ich möchte gerne fragen, ob Sie, sage ich mal, eine schlechte Erfahrung haben mit einem Broker oder... Was sind allgemein Ihre Ziele? Haben Sie Ziel, was Sie verwirklichen möchten? Was wäre für Sie ein gutes und stabiles Einkommen? Und was würden Sie mit Ihrem ersten Gewinn machen? Mhm. Haben Sie Fragen, warum ich gerade anrufe? Oder? Nö. Haben Sie überhaupt Interesse? Nö. Dort Erfahrungen zu sammeln und, sage ich mal, an eine sehr gute passive Einkommen zu bekommen? Sie kriegen wahrscheinlich zig Anrufe und... jeder verspricht was anderes. Bei uns machen sie das alles alleine, ohne irgendwelche Daten bekannt zu geben und. Sie sind auf jeden Fall geschützt und auf eine sichere Seite. Wir brauchen alles, sage ich mal, nicht per Anydesk oder Team über zu machen, sondern wir können sie so belehren, dass sie das alleine hinbekommen und dort auch natürlich sicher handeln können und, sage ich mal, erstmal die Konto aktiviert wird, damit sie dann auch eine Broker bekommen,
und dort dann weiter die Gewinne machen. Mhm. Haben Sie überhaupt was davon gehört? Von CryptoTech? Nö. Sind Sie dort registriert? Nö, da bin ich nicht registriert. Nein? Ja. Aber das ist einer von die großen Firmen, was überhaupt Bitcoin-Handel angeht und. Ja. Naja, ist genauso ein Betrug wie der Rest. Warum sollte das Betrug sein? Also Sie, ich weiß nicht, wo Sie, deswegen frage ich, haben Sie schon mal mit einem Broker Geld gehandelt oder wie haben Sie das gemacht, damit wir Ihnen sagen können, dass Sie auf jeden Fall bei uns in sicheren Händen sind und dass Sie keine, sage ich mal, schlechte, sondern nur gute Erfahrungen hier bei uns sammeln? Ja, das ist ja Blödsinn. Warum ist das denn Blödsinn? Ja, weil ihr ja auch Betrüger seid. Ihr ruft ja auch ohne Erlaubnis an. Was heißt ohne Erlaubnis? Gucken Sie, wir bieten Ihnen eine professionelle Unterstützung an. Eines von unseren Experten wird Ihnen arbeiten und detaillieren Info mitteilen, mit welche Anlagewerte Sie am besten handeln können. Ja, aber es ist ja trotzdem ein illegaler Werbeanruf. Das ist überhaupt kein illegaler Anruf. Natürlich. Sich Interesse Nein, nach dem deutschen Telekommunikationsgesetz brauchen Sie ein Double Opt-in, um mich anzurufen, und das haben Sie nicht. Alles Weitere machen wir dann, wenn Sie, sag ich mal, dort verifiziert sind und auch... Nö, ich werde mich doch nicht bei einer illegalen Firma verifizieren, die mich illegal anruft. Nein, das sind keine illegale Firma, das doch. Ist alles offiziell und das werde ich alles nachweisen. Das werden Sie ganz bestimmt nicht nachweisen, weil Sie ein Betrüger sind. Sie bekommen genau für Sie sehr angemessene Geldmanagementstrategie und dazu wird er oder Sie, sag ich mal, Risiken minimisieren, kalkulieren und reduzieren. Genau, ganz bestimmt. Und wir arbeiten von Montag bis Freitag. Ich habe dir gerade erzählt, dass du mich illegal anrufst. Warum machst du jetzt eigentlich noch weiter? Ich rufe überhaupt nicht illegal Natürlich, ich habe dir das gerade verboten. Und du hast kein Double Opt-in. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, aber das ist ein sehr großes Internetgeschäft, sage ich mal. Und das macht ja den Anruf trotzdem nicht legal. Ja, aber Sie haben sich doch angemeldet, Sie haben doch Interesse gezeigt. In dem Sinne darf ich Sie auch anrufen. Na, wann? Nee, das hat ja damit nichts zu tun. Das darf man dann nicht. Nein, darf man nicht. Du brauchst ein Double Opt-in. Und das musst du mir auch vorweisen können, das Double Opt-in. Ich kann Ihnen auch eine E-Mail schreiben mit den ganzen Dokumenten, das ist auch kein Problem. Nee, das ist ja Quatsch. Das Double Opt-in kann man am Telefon nennen. Nenn mir mal den PIN dazu, bitte. Und die IP-Adresse, über die das abgeschlossen wurde. Alles klar. Und was wollen Sie noch? Soll ich Ihnen jetzt... Nee, direkt am Telefon musst du mir das sagen können. Soll ich Ihnen gleich 10.000 Euro überweisen? Einfach so? Nee, du sollst mir erstmal deine Seriosität beweisen, aber das kannst du ja nicht. Du musst mir die IP und den PIN nennen können fürs Double Opt-in. Wo denn? Ich verstehe überhaupt gar nicht. Ja, richtig, weil Betrüger keine Ahnung vom Gesetz haben. So sieht's aus. Alles klar, und Sie haben auf jeden Fall Ahnung, ja? Naja, mehr als du scheinbar. Glaube ich nicht, weil Sie melden sich irgendwelche Seiten an. Genau, und genauso reagieren Betrüger. Nein, doch. Zeigen Sie dann Interesse und ich biete Ihnen jetzt was an, was komplett offiziell ist. Und nee, Sie bieten das ja illegal an, über einen illegalen Weg. Nein, doch. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, mit Ihnen weiter zu sprechen. Genau, weil du ein Krimineller bist. Alles klar, ciao. Hallo, guten Tag, Eliana Miller ist am Apparat. Aha. Ich grüße Sie und ich rufe Sie von Internationalen Konsortium der Bankbörsengeschäften an. Ah ja, hallöchen. Wie es in unserem System steht, Sie haben es versucht, Sie haben es versucht, Online-Handelskonto zu aktivieren und Online-Handeln anfangen. Aber leider, Sie haben keine offizielle Zulassung an den Börsen bekommen. Und deswegen sind Ihre Daten an uns weitergeleitet, weil in diesem Fall können für Sie mehrere schwierige Faktoren auftauchen. Sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Erfahrung mit dem Online-Handel? Naja, ich habe versucht, mich anzumelden und dann ging das nicht. Und es ging nicht, ja? Ja, haben Sie ja gerade gesagt. Ja, ich werde Ihnen dabei helfen, das alles in Ordnung zu bringen. Aber erstens sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Geld da investiert, ja? Ja, da habe ich schon ganz viel Geld investiert, ja. Ja, also nicht nur 250 Euro, sondern auch mehr? Naja, insgesamt 47 mal 250 Euro.
Ich habe die Plattform alle ausprobiert. 47 mal 250 Euro? Ja, genau. Hm. Ich habe die Plattformen alle ausprobiert. Und, okay. Und Sie könnten diese Gelder zurückbekommen oder nicht mehr? Nö, nee, bei gar keiner Plattform. Die waren dann alle weg irgendwann. Also alles Betrüger. Ja, also es war immer verschwunden, ja? Ja, genau. Hm. Ja, also wie ich richtig verstanden habe, Sie haben insgesamt 11.750 Euro verloren. Ist das richtig, ja? Ja, wundert mich jetzt, dass Sie rechnen können, aber ja. Hm. Ja, also 47 mal 250 Euro ist so viel, ja? Ja, genau. Hm. Deswegen, ich werde jetzt ein paar Sachen für Sie erklären, ja? Ich werde es erklären, warum es so passiert ist und was wir machen sollen, damit Sie das alles in Ordnung bringen können, ja? Mhm, ja. Also, diese Geld, was Sie da investiert haben, war nicht offiziell unter Ihrem Namen deklariert und es war nicht unter Ihren Rechten, ja? Das bedeutet, dass diese Geldstätte jetzt gerade auch einfach in der Luft in Cold Wallets und jeder hat die Möglichkeit, damit verschiedene finanzielle Machenschaften zu machen. Damit wir das alles vermeiden und damit Sie keine zukünftigen Probleme auch damit bekommen, brauchen wir diese Geld unter Ihrem Namen zu deklarieren, ja? Damit das Geld niemanden anstatt Ihnen angreifen kann. Ja, folgen Sie mich, ja? Nee, irgendwie gar nicht. Hab gar nichts verstanden. Ach so. Okay, dann wiederhole ich da. Das alles, okay? Mhm. Also, Sie haben diese Geld jedes Mal ohne offizielle Zulassung investiert. Wenn Was heißt Sie keine das? Offizielle Zulassung haben, ja, ich erkläre. Ja. Wenn Sie keine offizielle Zulassung haben, Sie selbst sind auch nicht identifiziert an den Börsen. Und Sie sind nicht anerkannt als eine offizielle Händler. Das bedeutet, Ihr Geld steht nicht unter Ihrem Namen und es ist nicht verrechnet. Und man kann es nicht kontrollieren. Ja, aber ich habe mich ja überall unter meinem Namen angemeldet. Ja, natürlich. Ja. Aber das Geld war nicht unter Ihrem Namen. Ja, und warum nicht? Das Geld war nicht unter Ihrem Namen. Und es würde so passieren, weil Sie haben von Anfang an keine Wertpapier-Kennnummer aktiviert, was ohne HFT-Sequenznummer untersagt ist, ja. Wie Sie wissen, alle Börsen arbeiten jetzt unter Frequenzen, ja. Es gibt nicht mehr Parkethandel, ja. Alles läuft unter Blockchain, verstehen Sie, ja. Deswegen, also es gibt auch viele Regelungen an den Börsen, ja, und niemanden hat leider Ihnen über diese gesetzliche Seite der Börse erzählt. Und es gibt so eine Regel zum Beispiel, dass wenn Sie eine Währung besitzen, darunter ist nichts Offizielles eingetragen, dass Sie Inhaber sind. Aber wenn Sie eine Kryptowährung besitzen und das Geld in Kryptowährungen sichern, dann bekommen Sie Ihre offizielle Strichcode in den weltweiten Kryptosystem, weswegen Ihrem Geld liegen keine Risiken vor und Ihre Sparnisse bleiben aufgehoben durch die weltweite Aufsichtsinfrastrukturen, die die Sparnisse absichern. Verstehen Sie? Nee. Trotzdem nicht. Was für Fragen haben Sie? Ja, das ergibt alles gar keinen Sinn, was Sie sagen. Das ist einfach ganz viel Geschwurbel und Geschwafel hintereinander weg, aber das gehört alles gar nicht zusammen, passt nicht zusammen und ergibt keinen Sinn. Warum nicht? So weiß ich nicht, was Sie da vorgelesen haben, aber... Hören Sie mich bitte auf. Was? Hallo? Wissen Sie, was Blockchain ist? Ja. Ja. Und Ihre Name, Ihre Initialen und Ihre Strichcode existiert nicht unter Blockchain. Ja, muss das es ja auch nicht. Das ist einfach nicht Die Blockchain ist ja ausschließlich... Natürlich muss es. Nee. Die Blockchain hat was mit Kryptowährung zu tun. Aber wenn ich nicht in Krypto investiert habe, habe ich auch nichts mit einer Blockchain genau. zu tun. Genau. Hab ja nie in Krypto investiert. Nein, ich erkläre jetzt. Also es kommt nicht drauf an und es spielt nicht die entscheidende Rolle, ob Sie mit Aktien handeln, mit Rohstoffen handeln, mit Indizien handeln oder mit Kryptowährungen. Sie brauchen auf jeden Fall gesetzlich angeförderte Kryptoteile unter Ihrem Namen aktiviert zu haben, damit Börse Sie als offizielle Händler identifizieren kann und damit die Börse für Sie Haftung tragen kann, ja? Und außerdem, auch da Sie keine offizielle Zulassung gehabt haben, die Börse
trägt für sie keine Haftung. Ja, und genau deswegen haben sie auch keine Erstattung. Ja, aber ich brauche doch als Privatperson gar keine... ja, jetzt mach mal kurz Pause. Ich brauche doch als Privatperson, brauche ich doch gar keine Lizenz oder sowas. Das ist ja Quatsch. Das ist ja alles Quatsch da. Lizenz brauchen sie nicht. Sie brauchen einfach zugelassen zu sein. Ja, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich melde mich bei einer Plattform an, legitimiere mich mit Postident und fange dann an zu handeln. Da brauche ich nicht von irgendjemandem zugelassen und werden. Und wie denken Sie, wo handeln Sie? Wo handeln Sie? Auf einer Plattform oder unter einer Börse? Plattform ist einfach ein Provider, wo Sie das Geld bekommen. Aber wie Sie handeln, entscheidet die Börse. Und das alles ist unter Kontrolle von Börse. Das entscheidet nicht die Börse. Aber leider, es gibt zwei Arten von Plattformen. Wer erzählt dir eigentlich so eine Scheiße? Glaubst du das selber, wenn was Sie du da vorliest? Wenn Sie nicht glauben, was ich erkläre, dann macht es keinen Sinn für mich, weiter zu sprechen. Sie sagen, das alles ist Quatsch, was ich sage. Wenn ich einfach offizielle Ansprechpartnerin bin. Nee, und ich erkläre, offizieller Ansprechpartner ist ja auch gelogen. Wenn Sie mir nicht glauben, dann können wir dieses Gespräch momentan beenden. Ja, aber du bist doch nichts anderes als ein Betrüger wie die anderen. Bitte? Ich sage, du bist doch nichts anderes als ein Betrüger wie alle anderen, die hier anrufen. Hast ja nicht mal ein Double Opt-in. Ja, ich verstehe, dass Sie jetzt gerade so glauben und dass sie mir nicht vertrauen. Aber das Ding ist, dass ich rufe sie nicht von einer Plattform, sondern ich rufe sie von ganz oben in Dienst. Und außerdem, also ich arbeite, ja, alles ist Quatsch, was ich sage. Ja, deswegen wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und Betrügerin, alles, du bist illegal. Ja, sie werden niemals ihr Geld verdienen, zurückbekommen. Ja, hab ja nie was eingezahlt, hab dich ja auch bloß verarscht. Glaubst du, ich hab 47 Mal da irgendwo was eingezahlt? Bei dir muss ich das ja auch irgendwo klemmen, ne? Ja. Sie wissen nicht, wie dumm Menschen sind. Na doch, bei dir merkt man. Wie viel Geld Menschen an den Referenzbörsen verloren haben. Ich habe mit Kunden gearbeitet, die mehr als 200.000. Ja, und dann schämst du dich nicht dafür, dass du die Leute noch mehr weiter abzockst? Das ist doch ekelhaft, dass du die Leute dann noch weiter abzocken willst, nachdem sie schon Geld verloren haben. Ist doch widerlich, so ein Job. Außerdem ist es krimineller Bandenbetrug. Ich helfe den Menschen dabei, alles in Ordnung zu bringen. Ja, das ist ja gelogen. Das ist ja absoluter Quatsch. Zu bekommen. Ich arbeite mit den Kunden. Okay. Du bist nichts anderes als eine weitere Betrügerin. Mehr nicht. Baby, du bist noch dran. Die Zeit läuft noch. Sie haben einfach nichts zu machen. Ja? Und Sie haben Lust. Ja, erzähl mal. Und Sie verlieren Zeit von Menschen? Nee, ja, von deine Zeit verplemper ich ja. Hm? Genau. Damit du nicht noch mehr Leute bescheißen kannst, weil das Ihre ja ekelhaft. Leben ist so langweilig. Nee, ich finde es so spannend. Bei mir rufen am Tag so viele Betrüger an. Glauben nicht. Nee, muss ich ja auch nicht. Und Sie einfach haben Lust damit? So schade. Mein Gott. Aber ist dir das nicht peinlich? Ist dir das nicht peinlich mit so einem Job? Die Leute zu betrügen? Kannst du dir da eigentlich noch in den Spiegel gucken zu Hause? Oder der Familie davon erzählen? Das ist doch total tragisch, wenn man in so einem Callcenter arbeitet. Ich meine, es gibt doch auch Anstände. Sie haben keine Ahnung über mein Leben und Sie haben keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Naja, es muss ja sehr traurig sein. Sie haben bestimmt einmal das Geld investiert, weil unter Ihrem Namen ich sehe doch 250 Euro. Nee, ist ja aber Quatsch. Du machst dich so zum Klops, lächerliche mein Lady. Gott, lächerlich. Sie sind so verrückt. Du erzählst eine Scheiße. Mein Gott, Sie sind so verrückt. Du bist so peinlich. Ist dir das nicht? Es ist mir so leid. Also du musst ja wirklich ein ganz armseliges Leben haben, wenn du auf so eine Scheiße angewiesen bist und dir dann gerade ganz spontan ausdenkst, oh, guck mal, okay, ich habe gesehen, ich habe du hast ja doch Frage. Schon 250 ich Euro eingezahlt. Wie kann man nur so doof sein? Das glaubt dir doch kein Mensch, was du da laberst. Bitte ruhig, es ist nicht gut, sich zu nerven, okay? Glauben Sie, dass es gibt gar keinen Online-Handel? Glauben Sie, dass Menschen machen nicht Tausende monatlich für Online-Handel? Du bist so peinlich. Aber vielen Dank, dass du mir heute gerade währenddessen nicht auf dem Klo sitzt, meine Zeit versüßt hast. Ja, was denn? Okay. Sagen wir mal, dass alle sind Betrüger. Na, nicht alle, aber du. Dass weltweit sehr viele Menschen verdienen Tausenden mit Online-Handel. Ja, aber ich nicht. Ich lasse mich nicht von dir verarschen, Pippi. Ja, und warum machen sie es nicht? Weil sie sind einfach dumm und haben keine Ahnung, wie das
machen. Nee, ich bin einfach schlau und verliere mein Geld nicht, weil ich bei euch Geld reinstopfe, was ich nie wieder rauskriege. Wir würden kein Geld verlieren, wenn Sie einfach Ahnung davon hätten. Ja, genau. Weil ich Ahnung davon habe, verliere ich ja nichts, weil ich nichts bei euch einzahle. Ich meine, dass das Betrug ist, das okay, weißt du doch das selbst. Okay, gut. Also, Sie haben keine Ahnung. Doch, doch. Einfach sagen Sie. Weißt du, du kannst doch wenigstens so ehrlich sein. Ich weiß doch, dass das der Betrug ist bei dir. Ich meine, du kriegst mich doch eh nicht überzeugt. Das macht ja gar keinen Sinn. Da kannst du ja wenigstens ehrlich sein. Wieso wissen Sie es? Ich interessiere mich. Wo sehen Sie es? Wieso wissen Sie es? Ja, so alleine wie du redest, das, der ganze Scheiß, den du da abliest. Warum denken Sie so? Ja, und dann hast du dir doch gerade ausgedacht, dass Sie du... Sie so? Und dann hast du dir ja gerade ganz spontan ausgedacht, dass du da siehst, dass ich Geld investiert habe, was ich ja nie getan habe. Also ist ja lächerlich. Außerdem wüsstest ja, du ja dann, wenn du so schlau wärst... Sie haben 250 Euro investiert. Aber ja, hab ich ja nicht. Manchmal passiert das auch, dass mein System ist auch falsch. Ja? Dein System ist immer falsch. Und zwar nicht das... Also ich meine damit nicht dein Computersystem, nein, sondern dein System in deinem Kopf. Es ist gar nicht immer falsch. Ich habe sehr viele Menschen dabei geholfen. Ja. Zu betrügen, meinst du? Und jetzt habe ich einfach ein bisschen Lohn. Ja. Macht das Spaß, die Leute so abzuziehen? Weißt du, da leiden auch Familien drunter, wenn du deren Geld klaust. Wie viele Jahre alt sind sie? Das geht dich doch nichts an. Ich bin alt genug, dass ich das weiß, dass das Betrug ist, was du da machst. Sind sie 5 Jahre alt? Genau. Weißt du, sprechen es ist schon, ziemlich armselig, was du da machst. Weißt du, wer ein Kind spricht? Ja, genau. Weißt du, du machst dich so lächerlich mit dem Scheiß, was er da macht. Aber naja, wenn du nichts Besseres kannst, als die Menschen zu betrügen okay, und zu verarschen... Ich weiß, dass sie glauben niemanden, dass sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben und dass sie so einfach blind sind. Ich habe keine Zeit mehr für sie. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, okay? Tschüss. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrügerin. Aber dieses Mal musst du auch auflegen, ne? Weil ich leg nicht auf. Und warum legen Sie nicht auf? Das verstehe ich nicht. Na, das kann ich ganz einfach erklären. Sie weil haben einfach Lust. Nee, Sie na, Sie soll haben ich jetzt. Nichts mehr zu soll ich, machen soll ich dir. Leben. Soll ich dir erklären, warum ich nicht auflege? Möchtest du das wissen? Warum? Naja, weil dann wird das YouTube-Video länger. Ja, ich weiß schon. Ja. Ich habe es schon gemerkt. Ja, Sie sind nicht die Einzige, wer sowas macht. Na, da würde ich mir mal an deiner Stelle Gedanken drüber machen, warum in deiner Firma davon die Fälle sich häufen. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Leute recht haben. Er hat gesagt, dass wie viele Leute schauen jetzt uns an? Hattest du denn den Herrn Flughafen schon dran? Okay, oder den Herrn Tefal? Ich habe keine Zeit mehr. Ich hoffe, mit Ihren Videos oder sowas haben nicht viel. Ja. Hallo, guten Tag. Dario Stierf ist mein Name. Ich möchte gerne mit Herrn Schwingtittchen sprechen. Ihr Schwingtitte? Ja, Sie haben sich bei uns angemeldet und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es handelt sich um Investitionen. Haben Sie schon Ihr Handelskonto erstellt bei uns? Weiß ich nicht. Wie heißt denn die Seite? Sie haben bei Econa registriert und Sie interessieren sich für Investitionen auf dem Finanzmarkt, Kryptowährungen, Aktien und so weiter. Und Sie haben versucht, bei uns ein Handelskonto zu erstellen. Ich rufe Sie an, um nachzufragen, ob es alles gut geklappt hat. Ja, hat prima geklappt, ja. Geklappt, ja. Haben Sie vielleicht schon die Positionen geöffnet und geschlossen? Ja, natürlich. Natürlich, aber ich sehe, dass Sie bei uns dieses Konto nicht haben. Also, wo haben Sie das gemacht? Ja, und warum fragen Sie danach, ob ich das gemacht habe, wenn Sie das sehen? Wie bitte? Und warum fragen Sie danach, ob ich das gemacht habe, wenn Sie das ja doch sehen? Dann können Sie sich ja die Nachfrage sparen, denn da gibt es ja keinen Sinn. Vielleicht haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten und ich kann Ihnen helfen, das zu machen. Nö, ich fand die Seite unseriös und deswegen habe ich es gelassen. Was meinen Sie unseriös? Naja, das sind keine Lizenzen, die nachprüfbar sind. Die Webseite, die ist ja gar nicht alt, die ist ja erst ganz neu. Und über welche Webseite sprechen Sie? Naja, die Sie gesagt haben. Und welche Seite habe ich gesagt? Ja, habe ich mir nicht gemerkt. Nicht gemerkt, aber Sie wissen doch, dass unsere Webseite keine Lizenz hat. Ja, sonst hätte ich ja Geld eingezahlt, weil ich habe so lange gesucht, bis ich eine Webseite hatte. Können Sie mal aufhören, mir ins Wort zu fallen, weil das ist unhöflich. Ich habe so lange gesucht, bis ich eine Webseite hatte, die eine Lizenz hatte und auch seriös war. Und alle anderen, da habe ich halt nicht eingezahlt. Also können Sie dementsprechend ja nur... Können Sie mal aufhören, mir immer ins Wort zu fallen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Erzählen.
Und dann habe ich halt so lange gesucht, bis ich eine seriöse Plattform hatte. Und wenn Sie da nicht mit dabei waren und ich bei Ihnen nichts eingezahlt habe, dann sind Sie halt eine von den Unseriösen gewesen. Ist ja eine logische Schlussfolgerung. Haben Sie gut unsere Webseite durchgelesen? Haben Sie die Lizenz gefunden? Ja, sicher, habe ich die gut durchgelesen, sonst würde ich das ja so nicht sagen. Genau, und wie können Sie dann behaupten, dass wir keine Lizenz haben, wenn Sie also die auf der Webseite nicht gebucht haben? Ja, sonst hätte ich aber euch was eingezahlt. Sie sollten also Impressen lesen auf unserer Webseite und dort finden Sie die ganze Information, auch die Lizenz. Ja. Ich weiß nicht, über welche Webseite sprechen Sie. Dann meinen Sie bestimmt irgendeine Fake-Lizenz, die nicht existiert. Sagen Sie bitte die Webseite. Wie heißt die Webseite? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt gerade ausgiebig erklärt. Aber wenn Sie immer dazwischen quatschen und nicht zuhören, dann ist es natürlich... Sehen Sie, jetzt quatschen Sie schon wieder dazwischen und lassen mich nicht ausreden. Das kann ja nur Betrug sein. Weil seriöse Unternehmen, die quatschen dem Kunden nicht ins Wort, sondern lassen den Kunden vielleicht auch erstmal ausreden, bevor sie dem Kunden immer dazwischen garken. Herr Schmidt, und warum haben Sie denn diese Anmeldung gemacht? Ja, habe ich Ihnen doch auch bereits schon erklärt, aber wie gesagt, wenn Sie mal dazu richtig zuhören würden und dem Kunden nicht immer dazwischen quatschen, dann würden Sie auch den ganzen Satz mitbekommen und nicht immer nur die Hälfte. Aber vielleicht wollten Sie die Information finden auf der Webseite, Impressum lesen und so weiter. Also wir haben die Information auf der Webseite. Deswegen, vielleicht sprechen Sie über andere Webseiten. Nee, ich werde doch schon von euch sprechen. Da werde ich schon von euch. Weil ich meine, letztendlich beweisen Sie mir ja, dass Sie gerade am Telefon, dass Sie nur unseriös sein können. Weil Sie, wie gesagt, Sie quatschen ja ständig dazwischen. Ich soll dann für sich jetzt verstehen, also über welche Webseite sprechen Sie. Sie haben Lizenz, alle Dokumente, Impressum und die ganze Information können Sie auf unserer Webseite finden. Ja, dann sagen Sie mir doch wo. Wenn es keine Information gibt, dann heißt das, dass Sie über die andere Webseite sprechen, nicht über unsere Webseite. Ja, dann sagen Sie mir mal die Webseite, dann gebe ich die mal ein und dann gucken wir da gemeinsam. Ja, aber Sie haben sich angemeldet. Sie sollten wissen, auf welche Webseite Sie das gemacht haben. Ja, wie gesagt, ich habe ja mehrere Webseiten ausprobiert. Und nochmal zur Wiederholung, okay. Weil Sie ja ständig dazwischen quatschen. Jetzt schon wieder. Sie kriegen doch gar nicht mit, was ich erzähle, wenn Sie immer dazwischen labern. Gut, also wie ich verstanden habe, haben Sie auf mehreren Webseiten sich angemeldet. Ja, so, und jetzt will ich die Domain haben. Sagen Sie mir die jetzt mal. Wie bitte? Ja, dann sagen Sie mir doch Ihre Domain. Okay. Haben Sie die Webseiten ausprobiert oder die Plattformen, meinen Sie? Sagen Sie mal, können Sie eigentlich Deutsch? Ich hab Ihnen jetzt mehrfach die gleiche Frage gestellt. Kriege ich da jetzt endlich mal eine Antwort drauf? Ja, bitte, aber ich soll dann... Ja, dann antworten Sie doch. Aha, das können Sie wieder nicht, oder was? Ja, scheinbar vollkommen zu blöd dafür. Okay, ich wünsche Ihnen, haben Sie Erfahrungsstellen gefunden? Ich habe jetzt nach der Domain gefragt. Sagen Sie mir jetzt die Domain. .com? Ja, .com kann keine Domain sein. Das ist eine Domain, .com. Nee, das ist keine Domain, genau, das ist eine Domain-Endung. Sie sollen mir die ganze Webseite Domain geben. Ja, Swiss Strategy. So, Swiss und weiter? SwissStrategy.com. Ja, das versteht kein Mensch. Buchstabieren Sie das mal. Okay. S wie Siegfried. W wie Wilhelm. I wie Ida. Ja. S wie Siegfried. Ja. Nochmal S wie Siegfried. Ja. Minus. Ja. S wie Siegfried. Ja. T wie Thomas. Ja. R wie Rudolf. Ja. A wie Anton. Ja. T wie Thomas. Ja. E wie Emil. Ja. G wie Gustav. Ja. Y. Haben Sie? Ja. .com. So, dann gucken wir mal. So, wo steht denn da die Lizenz? Ja, schauen Sie bitte auf unserer Webseite in Impressum. Ja, und wo steht da Impressum? Weil in Impressum sehe ich jetzt ja auch schon nicht. Ja, schauen Sie bitte bis nach unten auf der Hauptseite. Finden Sie die ganzen Informationen. Ja, aber da steht ja nicht Impressum. Wo steht denn da Impressum? Haben Sie gelesen, ja. Und ja, da ist kein Wort Impressum. Ganz unten auf der Webseite gibt es kein Wort, das Impressum heißt. Nicht ein einziges. Es gibt kein Impressum. Okay, ich schicke also Ihnen den Link. Nee, ich will keinen Link geschickt bekommen. Sie sollen mir jetzt sagen, wo das Impressum zu finden ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass auf der Webseite... Ja, ihr seid Betrüger. Auf der Webseite gibt es gar kein Impressum. Ihr habt keine Adresse auf der Webseite. Ihr habt keine Lizenz auf der Webseite. Betrug bleibt Betrug. Sie wollen nur das Wort finden, Impressum. Oder also die Dokumente und so weiter. Also das kann ich Ihnen per E-Mail zuschicken. Nee, das schickt man nicht per E-Mail zu. Das hat sich auf der Webseite zu befinden. Ja, natürlich. Also ich schicke Ihnen genau den Link. Ja, wo ist es denn? Dann sagen Sie mir doch wo.
Sie können das. Machen Sie es doch nicht so kompliziert. Ich bin ganz unten auf der Webseite. Da gibt es kein Impressum. Kleinen Moment, bitte. Ich schicke also das alles per E-Mail auf. Hast ja, da gucke ich nicht rein. Ich bin jetzt aber Ihnen auf der Webseite. Und ich mache jetzt nicht meine E-Mail auf. Warum können Sie das nicht nachgucken? Also ich, ja, weil Sie mir sagen sollen, wo das ist. Sie haben kein Impressum auf der Webseite. Und Sie haben auch keine Lizenz auf der Webseite. Ich bin auf Ihrer Webseite. Und all diese Informationen fehlen. Okay, gut. Okay, Sie finden diese Information auf der Webseite, die Lizenz und Impressum und so weiter. Wo denn? Haben Sie, um auf unserer Plattform zu handeln. Ja, ihr seid Betrüger und nichts anderes. Wir sind nicht die Betrüger. Wir doch, ihr seid definitiv Betrüger. Ja, das ist ja absoluter Quatsch, solange ist die Domain nicht mal online. Gut, dann mit welchen Zielen haben Sie sich für uns angemeldet? Wenn wir Betrüger ja, das habe ich doch schon erklärt. Wenn du mal einmal zuhören würdest, dann wüsstest du es. Das habe ich ausgiebig bereits erklärt. Okay, also Sie wissen, dass wir die Betrüger sind. Ich kann dir sogar unter Garantie sagen, dass ihr Betrüger seid, weil erstens findet man das auf Google und zweitens gibt es eure Domain erst seit dem 9.01.2022. Da wurde diese Domain erst gekauft und registriert. Über welchen Domain sprechen Sie? Ja, über Ihre Domain von Ihrer Webseite. Ja, aber es spielt keine Rolle, also wo diese Domain gekauft ist. Na doch. Und wann? Natürlich spielt das eine Rolle. Ja, es ist nur Domain. Also wir haben also die Webseite, ja, und Sie können also dann die Geschichte der Webseite nachschauen. Also wo Sie das gemacht haben. Keine seriöse Firma ändert zwischendrin also die Domain. Welche Domains hatten Sie ja zuvor? Ja. Und welche genau, Domain keine seriöse Firma ändert Ihre Domain zwischendurch. Aber nicht eine einzige seriöse Firma. Gar keine. Aber wenn Sie solche Informationen verfügen, dann wozu machen Sie diese Anmeldung bei uns? Naja, das weiß ich doch vorher nicht. Ihr arbeitet ja mit illegaler Werbung. Und wenn man dann da sich anmeldet, weiß man doch vorher nicht, wo man rauskommt. Ob man dann bei einer seriösen... Quatsch mir nicht schon wieder dazwischen, Kakerlake. Wir arbeiten innerhalb des Europaraums. Ja, ihr arbeitet illegal. Verstehen Sie? Ja, du bist Betrüger. Du bist kriminell. Du bist ein Krimineller. Wären wir die Krimineller, dann sollten wir also in Russland, in der Ukraine und in anderen post-sowjetischen Ländern arbeiten. Aber wir arbeiten innerhalb des EU-Raums und unser Hauptbüro befindet sich in der Schweiz. Das stimmt auch nicht. Das ist auch gelogen. Okay, dann steht noch also dieselbe Frage. Sie wissen, dass wir die Betrüger sind. Ja. Ja, und warum machen Sie denn diese Anmeldung? Ja, weil ich es ja vorher nicht wusste. Jetzt weiß ich's. Okay, und mit welchen Zielen haben Sie sich bei uns angemeldet? Um oder? Gottes okay. Willen. Sag mal, kann es sein, dass irgendwas in deinem Gehirn technisch nicht funktioniert? Bist du zu oft vom Wickeltisch gefallen? Das habe ich dir alles jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal schon erklärt. Machen wir uns so, dass wir also die richtige Plattform, also eine gute Webseite mit Impressum gefunden haben. Mit welchen Zielen machen Sie sich diese Anmeldung? Bist du irgendwie doof oder so? Fehlt da was bei dir an Intelligenz? Sie wollen Geld verdienen oder Sie möchten nur ausprobieren. Haben Sie schon die Erfahrung? Oder so, Schätzelein, jetzt pass mal auf. Ich habe mich auf einer Werbung registriert. Da weiß man vorher gar nicht, wo man rauskommt. Man kann das gar nicht wissen. Und wenn man dann auf dieser Webseite ist, dann stellt man ja fest, ob es Betrug ist oder nicht. Und ich habe festgestellt, dass es verstanden. Betrug ist. Ich habe verstanden. Okay, ja, gut. Das bezweifle ich, dass du das verstanden hast. Theoretisch. Sie sehen die Werbung. Jo. Und Sie finden dann die Webseite, also mit Impressum, mit Lizenz, also mit alles, was Sie also... Nee, die findet man nicht, die Webseite, man wird einfach weitergeleitet. Und so was. Und mit welchen Zielen machen Sie diese Anmeldung? Sie wollten verdienen oder Sie wollten ausprobieren. Ja, das spielt doch jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr, welches Interesse dazu war. Aber letztendlich seid ihr Betrüger. Das ist jetzt hier das, worum es geht. Ihr seid kriminell. Das ist ja schon mit eurer scheiß Musik da im Hintergrund. Kein seriöses Callcenter hat Musik im Hintergrund an. Warum? Ja, weil es unseriös ist. Warum die Musik spielt. Ja, das ist unseriös, sowas. Sowas macht eine professionelle Firma einfach nicht. Also wir sind im Callcenter. Ja, richtig. Genau. Und dann macht es keinen Sinn, in einem Callcenter die Musik auf volle Pulle laufen zu lassen, damit man noch weniger versteht. Ich meine, du bist ja so schon viel zu unintelligent zu verstehen, was ich sage. Und dann noch mit der Musik im Hintergrund. Das ist absoluter billiger Betrug auf allerschlechtestem Maße, was ihr da macht. So, die Musik kann ausgeschaltet werden. Also, wenn Sie ja, das spielt ja keine Rolle. Man macht die vorher gar nicht erst an. Okay.
Gut, dann trotzdem. Sie wollen also telefonieren oder Sie wollen handeln? Ja, mit Ihnen will ich nicht handeln. Das erzähle ich immer Ihnen aber auch jetzt hier seit 10 Minuten. Sie nicht handeln. Ach, schon länger. 15 Minuten erzähle ich aber Ihnen schon, trotzdem, dass ich bei Ihnen nicht handeln werde. Aber trotzdem, also jetzt Ihr Ziel ist handeln. Handeln, um das Geld zu verdienen. Ja, nicht mit Ihnen, weil Sie sind illegaler Betrüger. Aber mit mir werden Sie nicht handeln. Sie werden also auf unserer Plattform das machen. Sie können das automatisch. Ja, ich werde auch nicht auf Ihrer illegalen Plattform handeln. Sie haben unsere Plattform nicht angeschaut. Doch, ich bin doch gerade drauf. Das ist die Webseite, das ist Ihr Handelsaccount. Ja, das ist ja Quatsch. Ey, Schnuckelchen, auf der Webseite müssen diese Informationen stehen und Sie tun's nicht. Also seid Ihr illegal. Und wie verstehen Sie, dass diese Webseite oder wir, unser Unternehmen ist illegal? Verstehe ich nicht. Ja, das merke ich, dass du das nicht verstehst. Aber das habe ich dir auch schon erklärt, dass ich da ganz stark das Gefühl habe, dass du mal irgendwann einen Hagelschaden bekommen haben musst. Wahrscheinlich warst du mal bei Unwetter draußen und hast irgendwie einen Blitzschlag abbekommen oder irgendwie sowas muss es ja sein. Aber Intelligenz ist da quasi null vorhanden. Das habe ich dir aber jetzt ausgiebig erzählt. Okay, wir arbeiten innerhalb des Europaraums. Illegal können wir also und dürfen wir hier nicht arbeiten. Ja, aber ihr macht das einfach trotzdem. Ihr seid trotzdem illegal und ihr macht das auch trotzdem. Wir machen alles legal. Wir haben tausende zufriedene Kunden. Das glaube ich auch nicht. Ihr habt tausende missbrauchte Opfer, aber keine Kunden. Mhm. Und haben Sie vielleicht also die Erfahrung auf solchen Plattformen, dass Sie unzufrieden sind oder jemand hat gehandelt auf dieser Plattform oder sowas? Wieso behaupten Sie also, dass Sie tausende Leute haben, die betrogen wurden oder sowas? Ja, hast du doch selber gesagt, dass ihr schon tausende Leute beschissen habt. Nein, wir haben tausende zufriedene Kunden. Nein, das ist ja eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge, weil ihr seid einfach unseriös. Ihr habt Musik im Hintergrund, ihr redet ja schon auf der Webseite von Anydesk und Teamviewer. Was Unseriöseres gibt es eigentlich gar nicht in der Finanzbranche. Dann quatschst du mir permanent dazwischen. Dann bist du viel zu doof, überhaupt irgendwas zu verarbeiten von dem, was ich erzähle. Dann erzählst du mir was von einem Impressum, was es gar nicht gibt auf der Webseite. Dann erzählst du mir was von einer Lizenz, die es auch nicht gibt auf eurer Webseite. Das ist da alles Bullshit, da passt doch vorne und hinten nichts zusammen. Dann erzählst du mir, dass die Plattform seit Jahren auf dem Markt ist, dabei gibt es die Domain noch nicht mal ein paar Monate. Okay, Sie sprechen über Lizenz und was meinen Sie Lizenz? Welche Lizenz brauchen Sie? Oh Gott, ja, von euch brauche ich gar keine Lizenz, weil ihr keine habt. Na okay, von uns nicht, aber wenn Sie also, Sie werden also noch eine Seite besuchen und Sie werden also, Sie brauchen auf jeden Fall also eine Lizenz auf der Webseite. Was für eine Lizenz ist das? Was sollte das sein? Ja, irgendeiner muss euch da überprüfen und vor allem musst du mich nicht fragen, welche Lizenz du brauchst. Du musst es selbst wissen, du arbeitest ja da in dem tollen Laden. Okay, dann für mich ist die Frage noch offen. Sie suchen also die Webseiten mit der Lizenz oder Sie suchen die Webseiten, also wo Sie handeln können. Also ich verstehe nicht, also wie. Ja, ich weiß, dass du das nicht verstehst, weil da deine Intelligenz nicht dazu reicht. Bei dir fehlt es einfach da an der Stelle. Du merkst scheinbar selber nicht, dass du in einem Betrügerschuppen arbeitest. Nein, ich arbeite legal. Nein, ja, du arbeitest auf gar keinen Fall legal. Doch. Nein. Ich befinde mich Nein. in der Schweiz. Und ja, du befindest dich auch nicht in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Ja, dann rufst du illegal mit einer Berliner Nummer an. Das ist auch illegal. Also, das wird immer illegaler, was du mir hier erzählst. Jedes bisschen Pups, was du mir am Telefon aber durch den Hörer scheißt, ist alles gelogen und alles illegal. Wenn Sie das alles gut wissen, dann sollten Sie verstehen, dass wir IP-Telefonie benutzen, also in allen Callcentern. Ja, es ist trotzdem verboten, dass man dann von einem anderen Standort aus anruft. Das ist verboten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist verboten. Natürlich ist das verboten. Wir machen es. Das ist nicht verboten. Alter, riechst du mich auf, ey. Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich dich nicht als irgendwas beleidige, was wir auf YouTube so nicht veröffentlichen dürfen, weil die YouTube-Richtlinien ja leider alles verbieten. Aber, naja, ich rede mal lieber nicht weiter. Auf jeden Fall werden wir das veröffentlichen, was du da machst. Ich spreche am Apparat. Spreche ich mit Herrn Bummel? Herr Bummel, ich rufe Sie an wegen Ihrer Meldung. Ich melde mich von 24 Trades. Wegen Ihrer Meldung auf dem Finanzmarkt. Ja und? Soweit ich informiert bin, Sie haben Interesse geäußert, mit Onlinehandel Geld zu verdienen. Aha. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wie weit sind Sie?
Oder haben Sie Erfahrung? Haben Sie online gehandelt? Ja, habe ich kein Interesse dran. Ah, okay. Aber darf ich mal fragen, warum steht Ihr Name auf dem Finanzamt, wenn Sie nicht interessiert sind? Ja, weiß ich doch nicht. Haben Sie nichts angemeldet? Nö. Herr Labimel, also entschuldigen Sie bitte, ich werde Sie weiterleiten. Herr Labimel? Ja? Schönen guten Tag, Sandra Schmidt ist am Apparat. Herr Labimel, ich bin von technischer Abteilung. Ich muss genau wissen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Onlinehandel oder haben Sie irgendwelche Kenntnisse? Hä, warum? Wer sind denn Sie jetzt eigentlich? Ja, ich bin von technischer Abteilung, habe ich gesagt. Ich ja, aber Sie haben nicht das Recht, sich einfach in irgendwelche Gespräche einzuklinken. Herr Lebelin, lassen Sie mich kurz ausreden. Ja, Sie sind registriert auf dem Finanzmarkt. Und Ihre Nummer steht auf dem Finanzamt als potenzielle Kunde. Und Sie sollen genau der Grund sagen, was ist passiert. Also warum haben Sie Ihre Registrierung bis Ende gemacht? Also ja, habe ich doch gerade erzählt, war ich nicht. Wer weiß sonst? Was? Wer weiß sonst? Also ja, weiß ich doch nicht. Ihre Name, Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse, wir haben alles, ja? Und deswegen habe ich bei Ihnen angerufen, weil... Ja, dann verbiete ich Sie jetzt weiterhin bei mir anzurufen. Bitte? Dann verbiete ich Ihnen jetzt hier weiter bei mir anzurufen. Soll ich nochmal anrufen? Nein, ich habe Ihnen das gerade verboten. Warum sind Sie so aufgeregt? Also sagen Sie mir bitte. Ich bin doch nicht aufgeregt. Ja, aber warum sprechen Sie so unhöflich mit mir? Na, ich spreche doch nicht unhöflich. Und wissen Sie, ich bin. Ja, irgendeine Betrügerin, die mich hier wahrscheinlich anruft. Ja, ich bin Betrüger, aber Sie sind ein Arschloch. Sie wissen das schon. Ach so, ja. Also, wenn ich ein Betrüger bin, ich bin Betrüger, Sie bestätigen es nicht zuerst. Und Sie sind ein Arschloch, aber das bestätige ich von meiner Seite. Soll ich das sagen, warum Sie ein Arschloch sind? Na dann, erzählen Sie mal. Weil Sie können nicht einmal normal sprechen. Sie sind ein unhöflicher Mensch. Und Sie werden immer Betrüger. Aha. Und wer schreit ja, hier gerade ins Telefon? Ja, dann gehen Sie zur Polizei und sagen Sie, mein Name ist Sandra Schmidt. Und sagen Sie bitte, dass Sandra Schmidt hat mich angerufen und ich habe so frech, also so geredet, so unhöflich. Ich bin ein unhöflicher Mensch. Aha. Na, wenn Sie das ja, als das unhöflich stimmt. Empfinden. Ich habe mit Ihnen normal gesprochen. Sie haben sich einfach in irgendein Gespräch reingeklinkt. Jetzt hören Sie mal zu. Sie haben sich einfach in irgendein Gespräch reingeklinkt. Das ist illegal. Was ist illegal? Ja, ich habe ja gerade mit der Hanna Manis gesprochen. Da können Sie sich doch nicht einfach hier reinklinken in das Gespräch. Nicht einfach, sondern sie hat auch gesagt, dass sie weiterleitet, ja? Also, was ist illegal? Nee, hat sie nicht gesagt. Illegal, was ja, ist illegal? Ja, illegal ist, dass Sie sich einfach in Gespräche reinklinken. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe Ihnen doch jetzt untersagt, bei mir weiter anzurufen, oder nicht? Brauchen Sie Narkotik haben? Fehlt Ihnen irgendwas? Ja, was ist denn Ihr Problem? Was ist illegal? Dann sagen Sie mir, was illegal ist. Ja, ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie dürfen bei mir nicht weiter anrufen. Dann müssen Sie meinen Datensatz löschen und gut ist. Was passiert so? Was passiert so? Ja, sonst... Was passiert sonst, wenn ich bei Ihnen... Warum soll ich bei Ihnen nochmal anrufen? Kann man auch mal aussprechen, wenn Sie eine Frage stellen oder quatschen Sie immer dazwischen? Bitte. Ich höre zu. Ja, wenn Sie einfach anrufen, ohne meine Zustimmung, dann ist das illegal nach deutschem Datenschutzgesetz. Und ich habe Ihnen das jetzt gerade verboten. Allerspätestens jetzt dürfen Sie mich auf keinen Fall mehr anrufen. Sein Blödsinn, wirklich. Also Sie haben selber Ihre Daten hintergelassen. Also habe ich nicht. So, wie konnte dann Ihre Name und Ihr... Ja, weiß ich doch nicht, wo Sie die Daten her haben. Ich habe mich gefreut. Ja, scheinbar doch. Soll ich jetzt wirklich, also ohne Spaß etwas sagen? Also Sie haben, ich bin 100%, also ich weiß das, Sie haben eine Werbung gesehen, habe ich draufgeklickt, weil Sie möchten Geld verdienen. Jeder Mensch braucht Geld. Und genau Sie auch möchten Geld verdienen. Ja, aber ich will von Ihnen kein Geld. Nein, ich gebe kein Geld. Ja, auch nicht von Ihrer Firma, ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. So, wie soll ich Ihnen Geld geben? Sie sollen zuerst investieren. Und dann verdienen Sie... Ja, habe ich ja gesagt, ich werde bei Ihnen nicht investieren. Das ist Ihre Entscheidung. Na, sehen Sie. Aber die Frage war, haben Sie irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich? Ja, das geht Sie doch nichts an. Ja, warum sind Sie so unhöflich? Das hat doch nichts mit unhöflich zu tun. Sie brüllen doch ins Telefon. Aber irgendwas... Was ist das? Irgendwas scheint bei Ihnen zu fehlen, glaube ich. Weil Sie merken ja nicht mal, dass Sie die ganze Zeit unhöflich sind. Labimel, Labomel. Ja. Woher kommen Sie? Ja, das geht Sie doch nichts an. Haben Sie Angst? Ja, woher kommen Sie denn? Ich komme von Saudi-Arabien. Aha. Ja. Und haben Sie Erfahrung? Ich bin auch arabisch. Wie alt sind Sie denn? Ja, ich
antworten, weil ich keine Angst habe selber. Ja, ich auch Sie nicht. Aber es, ich habe einfach nicht das Bedürfnis, fremden Menschen am Telefon meine Daten mitzuteilen. Ja, aber Sie haben das selber gemacht, Herr Labimola. Warum verstehen Sie nicht, was ich sage? Nö, habe ich nicht. Ich habe das nicht geträumt zuerst, Ihre Telefonnummer. Doch. Wie sollte ich Ihre Nummer verträumen? Ja, also sagen Sie mir bitte. Ja, von irgendeiner illegalen Datensammelwebseite. Das ist nicht illegal. Was ich mache, das ist nicht illegal. Ihr seid kriminelle Betrüger. Kriminal. Das ist aber lustig. Das freut mich, mit Ihnen zu telefonieren. Ich kann jeden Tag anrufen und wir können einfach telefonieren. Ja, damit beweisen Sie ja, dass Sie eine kriminelle Betrügerin sind. Sie haben zu viel Zeit. Ich bin das sagt die Tante, die nicht auflegt am Telefon, obwohl ich ihr den Anruf untersagt habe. Sie sind eine illegale Mensch. Sie sind in Deutschland, aber sie arbeiten nicht. Sie haben kein... Ich habe es immerhin nicht nötig, kriminelle Geschäfte am Telefon zu machen. Ja, wirklich aber. Ja. Finden Sie das toll, so einen kriminellen Job auszuüben? Sie sind ein Ausländer. Sie sind ein Ausländer, ja? Ja. Genau wie ich. Genau wie ich. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum antworten Sie gar nichts? Also wirklich jetzt aber. Ja, weil Sie das nichts angeht. Doch, ich werde Ihnen weiterhelfen, wie Sie in Deutschland Ihr Leben verbessern sollen. Warum haben Sie gelacht? Weil so viel Blödsinn aus diesem scheiß Gehirn da rauskommt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, warten Sie kurz, ich muss weiterleiten zu unserer Juristin. Ja, haben Sie einen Headset auf? Hab ich eine Juristin, natürlich, also... Können Sie sprechen? Hallo? Ich rede mit Kriminellen nicht. Hallo? Ja, alles okay? Sie sind einfach nur eine Kriminelle. Ja, ich bin eine Kriminelle, aber wer sind Sie? Tja, kein Krimineller. Kein Krimineller. Wer sind Sie wirklich? Aber ich will Ihnen kennenlernen. Ich komme nach Deutschland. Ich bin gerade in Österreich. Ja, ich will aber Sie nicht kennenlernen und Sie sind auch nicht in Österreich. Warum? Bin ich so unsympathisch für Sie? Ja, ich will einfach mich nicht mit Kakerlaken treffen. Herr Labimola, ich weiß genau, dass Sie mit Ihrem Leben so unzufrieden sind. Sie haben auch keine Frau. Sie brauchen eine Frau, genau richtige Frau, dass Sie damit zufrieden werden. Und heute ist Valentinstag. Und gehen Sie einfach, trinken Sie mit einer Frau ein Wein oder ein... Sie sind ganz schön peinlich. Oder Tinder vielleicht. Wissen Sie, was Tinder ist? Laden Sie das runter und Sie finden dann genau die richtige Frau dort. Sie können dann gehen und genau die schöne Nacht haben und die super Nacht haben. Ja. Wenn Sie das möchten. Habe ich recht? Nö. Wir werden befreundet sein. Das weiß ich genau. Sie sind ein guter Mensch, aber Sie sind ein bisschen aufgeregt. Vielleicht haben Sie heute nicht gegessen. Der Einzige, der aufgeregt sind, sind ja Sie. Haben Sie heute gut gegessen? danke. Ich muss jetzt genau so nach Hause gehen. Und ich rufe Sie nochmal morgen, okay? Nee, das habe ich Ihnen ja verboten. Verboten? Was ist verboten? Also für mich, in der Welt gibt es gar nichts verboten. Naja doch, wenn ich Ihnen untersage, meine Telefonnummer weiterhin zu benutzen, dann dürfen Sie das nicht. Wenn ich Sie anrufe, zum Beispiel morgen. Ja, dann machen Sie sich strafbar. Strafbar? Ja. Wie viel kostet es? Ich zahle dafür. Das kostet Ihre Freiheit irgendwann, wenn Sie so weitermachen. Ja, danke. Ja, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen zu telefonieren. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt auflegen. Tschüss. Ja, tschüss, du Betrüger. Du Betrüger. Nee, du bist ja ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger, das haben Sie nicht, aber Sie wissen nicht, was Sie meinen. Ich bin kein Betrüger. Doch, hast du ja gerade sogar bestätigt. Und wenn Sie es sagen und wenn Sie es nicht bestätigen, Sie werden dann bestraft. Genau Sie. Genau. Sie wissen nicht, was Sie reden. Ja, das sagte die Kakerlake am Telefon. Kakerlake? Ja, ihr seid Kakerlaken. Kakerlake? Okay, danke, tschüss. Nö. Ne? Sollen wir weiter telefonieren? Ja, dann wird das YouTube-Video ein bisschen länger. Okay, tschüss. Tschüss! Auf Wiederhören oder auf nie wiederhören. Ich verabschiede mich nicht von Kakerlaken.
Die Kakerlakenparty ist nun leider zu Ende. Aber wenn du magst, hier gibt's noch eine Playlist mit weiteren tollen Videos auf dem Kanal. Schau gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.